Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Stürze dem See Zweitkanal. Wir sind heute wieder hier, aber tatsächlich in einer anderen Umgebung. Ich bin heute in einem anderen Studio als sonst. Liegt daran, dass unsere Studios mal wieder kurz umgebaut werden. Und aus diesem Grund sind wir heute hier. Studio 2 statt Studio 4. Naja. Ich musste hier schon einiges umstellen. Ich hoffe, alles sieht gut aus. Eben sah ich ein bisschen tot aus. Ich hoffe, jetzt nicht mehr so. Wir spielen heute ein wunderbares Spiel, was zumindest vielversprechend aussah. Wir gehen mal ganz kurz rein, bevor wir jetzt hier Final ins Spiel gehen. Gucken wir mal ganz kurz hier. Das Game heißt Builders of Greece, Prolog. Ja. Hier, also das ist erstmal ein Prolog, ne, kleine Demo-Version. Aber es ist ein Aufbauspiel, welches natürlich im alten Griechenland spielt. Und da bin ich down für. Ja. Habe ich richtig Bock. Ja, ich bin sehr gespannt. Es hat schon 100 aufgerundet, größtenteils positive Bewertungen. Und ich glaube, ansonsten, warte mal kurz, wir können mal kurz hier gucken, wann kommt das raus? Steht noch nicht da, ne? Playtest versuchen wir auf jeden Fall mitzumachen. Nehmen wir mit. Und ansonsten, Wunschliste geht auch. Ja, also was soll ich sagen? Es ist ein Spiel, was auf jeden Fall, mal kurz die Musik ein bisschen leiser. Also diese Musik in solchen Spielen, naja. Wir gehen einfach mal rein, drücken neues Spiel. Wir gehen aber nochmal auf mehr Hinweise, einfach um das Spiel ein bisschen zu lernen. Und dann schauen wir mal, was wird. Unfortunately, we lost many people and a significant part of our resources to the storm. I'm afraid we'll have to struggle for survival on this land. Abonniert gern rein, by the way, ne, falls ihr neu seid. After all, we set out to turn this place into the cradle of our culture, crowned by a theater so magnificent it would astound even Olympus. Schön. I'll assist you in this endeavor as much as I can, but you must roll up your sleeves and get to work. Ja, jetzt entspannst du dich erstmal. Dismantle the damaged ships. Oh, wir sitzen sogar richtig. But the people are already on the verge of exhaustion. Despite our limited resources, we must offer them at least a semblance of civilization. Natürlich. Choose a location where the Agora, the heart of this colony, constructed. It will serve as our starting point. This untouched island. So make sure that we have easy access to all nearby resources. In the archives, you can seek guidance. Okay, das habe ich schon rausgefunden. So, so. Okay, also ihr seht unten links die Karte. Auf der Karte sind unterschiedliche Orte eingezeichnet, wo es Rohstoffe gibt. Zum Beispiel, wenn wir mal hier ranzoomen, hier irgendwo gibt es Stein, der abbaubar ist. Wenn wir nach wenn wir nach hier gucken, gibt es eine andere Ressource. Hier, glaube ich. Das Dunkle. So, Lehm, glaube ich, könnte es sein. Okay, also ich würde sagen, wir bauen dort, wo es alles gibt. Und das wäre meiner Meinung nach ungefähr an der Küste hier. Also eigentlich hier so, oder? Weil hier gibt es Wasser, hier gibt es alle Rohstoffe und ja, ich würde sagen, machen wir hier, oder? Zumindest im Umkreis gibt es hier die Rohstoffe. Einmal hier, einmal da am Wasser. Wir machen es hier hin. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in... Das sind unsere Brees. Die haben sogar Namen. Die haben alle Namen sogar, das ist geil. Ich habe immer ein bisschen kleiner gemacht. Also, Sie können die Größe und den Status der Bevölkerung jeder sozialen Gruppe auf der oberen Leiste anzeigen. Indem sie den Cursor über die entsprechenden Abschnitte bewegen. Also, wir haben hier natürlich, guck mal, Teten.
Erwachsene, Kinder, verfügbare Arbeitskräfte, Obdachlose und Kranke. Wir haben hier unser Essen, unser ja, Fisch, Fleisch, Holz und Stein. Und dann halt noch, ne? Ah, oh. Hier kann man noch mehr Rohstoffe verfolgen. Zum Beispiel Werkzeuge, Weintrauben, Keramik. Okay. Okay. Als erstes wollen wir natürlich ein Lager. Ne, wird uns zumindest gesagt. Ist natürlich Humbug. Ich würde zuerst einen Burger King bauen, wenn ich ehrlich bin, aber... naja, wir haben hier auf jeden Fall unser Lager. Und das sollte nicht allzu weit weg vom Schuss sein, würde ich behaupten. Ich würde es, glaube ich... Kann ich es drehen? Ja. Ich würde es hier hinpacken. Weil hier ist nah am Wasser, nah an den Materialien. Wir machen es mal hier so hin. So. Schön. War auch gut. Was haben wir hier unten noch für Gebäude? Straßen, Wohngebäude vor allem. Da würde ich sagen, holen wir uns erstmal welche. Unsere ganzen Leute sind natürlich, naja, ausgehungert, traurig. So. Oh, Marktplätze. Agora und Märkte sind Orte, an denen die Bürger ihrer Polis, nennt man das so, ihre Lebensmittel- und Warenvorräte auffüllen können. Stellen Sie sicher, dass jedes Wohngebäude innerhalb eines angemessenen Bereichs der Agora oder eines Marktplatzes liegt. Ansonsten kann die Versorgung der Wohngebäude erhebliche Verzögerungen einleiten. Okay, also können wir hier quasi jetzt erstmal einfach Wohngebäude bauen. Richtig? Die sehen auch alle anders aus, das finde ich sehr geil. Okay, und jetzt kann ich hier theoretisch auf Straße gehen. Erstmal das hier. Das ist ja ugly. Pfad. Warte, was ist, wenn ich denn. Muss man das hier mit verbinden? Oh, die Straßen machen mir aber Angst. Ist das normal? Dass die nicht. Die connecten ja nicht mal mit den Gebäuden. Ist das normal? Weil... Nee, guck mal. Die hat jetzt ein Zuhause. Ja, die Straßen sind normal. Das ist jetzt richtig so. Okay. Also die sind wohl nicht komplett connected mit dem... So. Mit dem Dings hier. Okay. Ich würde sagen, wir bauen einfach mal eine Siedlung, oder? Was ist denn das jetzt hier? Kann ich... Also, warte mal. Was sind denn die drei da vorne? Das ist quasi Front of the House, richtig? Was ist denn, wenn ich jetzt hier den mache? Oder zum Beispiel den? Ja, sind die jetzt verbunden mit Straßen dann, oder? Kann ich das noch bewegen? Entfernen kann ich nicht drücken. Aber hier, Zerstörung. Boom. Ja, ich muss sagen, es ist ja auch noch eine Vorabversion, ne? Aber was ich trotzdem sagen muss, krasse Animationen gab es jetzt bisher nicht. Auch, dass die Straßen so schweben, ich weiß ja nicht. Naja, wir werden es sehen, ne? Wir werden es sehen. So, ich würde sagen, wir machen nochmal, wir bauen nochmal eine Straße. Komm, wir bauen jetzt mal so eine richtig schöne Siedlung hier hin. So ist besser. Oder? So, jetzt haben wir schon mal das. Und jetzt bauen wir... Oh. So, hä? Hä? Ja, ja, wartet mal ab, Leute. Ich habe hier eine Idee. So. Jetzt haben wir genug, oder? So, die brauchen jetzt beispielsweise einen Markt, glaube ich. Wenn wir mal gucken.
Noria, hier ist ein Marktplatz. Der braucht 25 Teten. Das heißt, wir brauchen mehr Erwachsene. Basically. Was ist das? Ein Lager. Okay, das Lager steht jetzt natürlich hier. Mega dumm, ne? Kann ich das noch bewegen? Ne, ich glaube, das ist fest. Also wir haben zumindest genug Häuser. Die Leute kommen unter. Aber die kommen nicht ran an die Scheiße. Naja, ist doch egal. So, dann als nächstes Fischerhütte. Wir wollen ja, dass unsere Brees was essen. Hier haben wir Statuen. Und hier haben wir unsere Gebäude. Aha. At last, our people no longer need to spend their nights in the Agora. Lagerhäuser. Agora und Lagerhäuser dienen als logische Zentren. Ich lasse ihn erstmal aussprechen. Let us construct more production buildings and ensure that warehouse workers in the Agora or warehouses have the best access to them. Aha. Also, wir wollen. Wo war man jetzt? Shit. Das hier, ne? Agora und Lagerhäuser dienen als logistische Zentren ihrer Polis. Und die Lagerarbeiter sind verantwortlich für den Transport von Ressourcen zwischen den Gebäuden. Jede produzierte Ressource muss von einem Arbeiter gesammelt und zu einem Lagerhaus gebracht werden, bevor sie verwendet werden kann. Stellen Sie sicher, dass diese Produktionsgebäude innerhalb eines angemessenen Bereichs der Agora oder eines Lagerhauses liegt. Okay, das kriegen wir hin. Das ist jetzt natürlich blöd. Was ich aber machen würde, ist, wir bauen hier unten einfach, ich denke mal, wir werden uns am Anfang eh nur von Fische ernähren, würde ich tatsächlich einfach hier noch ein neues Lagerhaus bauen und würde so. Es sieht ein bisschen wacky aus, oder? Wenn das nur ich? Also geil sieht's nicht aus. Dass das nicht so smooth connected mit den Häusern, das stört mich irgendwie. So. Ich würde sagen, wir gehen voll auf Fisch. Geil. So. Wir haben ja noch genug Geld, ne? Was wir jetzt noch machen könnten. Oh, wir sehen sogar auf der Karte. Guck mal hier unten. Sehen wir sogar, was wir alles gebaut haben. Ja, jetzt gehen sie hier runter, die Brees. Oh, wir haben 23 Teten. Tschüss. Warte mal, können wir jetzt nicht in den Lagerhaus bauen? Einen Marktplatz, meine ich? 25 Teten brauche ich. So. Ihr holt jetzt Fisch ran, richtig? Ja, die gehen da gerade hin. Geil. Dann würde ich sagen, wir bauen noch eine schöne. Ja. Ist hier Holz? Ja, dann bauen wir die lieber hier, ne? Eine schöne Holzfällerhütte. So. Was braucht das? Arbeiter? Nee. Da scheint wahrscheinlich gerade einfach jetzt niemand zu kommen, oder wie ist das? Weil wir vielleicht zu wenig haben? Kann es sein? Ja, die wollen ja auch zum Marktplatz hier, ne? So, gibt's hier eine schöne. Ach, guck mal, wie süß! Jetzt fahren die hier richtig schön aufs Wasser und fischen. Das ist geil. Es hätte mich aber auch gestört, hätten sie das nicht gemacht. Geil. So, die bringen hier schön den Fisch rein. Mal gucken, wie viel. Ach, der fällt jetzt richtig rein. Ein Fisch pro Wagen. Ja gut, immerhin etwas, oder? Okay, also hier kommen die irgendwie nicht hin. Vielleicht so.
Warum geht das nicht? Die brauchen Bürger, so wie es aussieht, oder? Fischerhütte haben wir, Steinbruch können wir noch machen. Ich glaube, wo war Stein? Hier irgendwo? Hier. Können wir auch hier bauen. I know we've just gotten back on our feet and stopped being afraid of tomorrow, but we mustn't forget our purpose here. It's high time to start laying the foundation for a theater that will become the envy of all surrounding Paulis. Das hier? Even such a symbolic gesture will give people a glimmer. Oh mein Gott. All is not lost yet. Entspann dich. Wirtschaft und Steuern. Die Hauptfinanzierungsquelle ihrer Polis und Drachmen, die von den Bürgern als Steuern gezahlt werden. Achso, sind Drachmen. Ups, Entschuldigung. Je höher die Bevölkerung, desto mehr Drachmen werden regelmäßig in die Staatskasse eingezahlt. Andererseits erhöhen Gebäude und militärische Einheiten das Ausgabeniveau ihrer Polis. Das aus dem Staats... Aber an sich einfach nur Steuern, oder was? Muss ich dafür ein Gebäude bauen? Steht das hier? Gebäude und militärische Einheiten des Ausgabenniveau. Aha. So, wo stelle ich Steuern ein, frage ich mich. Hier? Nee. Gibt's denn... Oh, wir haben jetzt Weinplantagen und alles. Toll. Hier, ich kann jetzt den Marktplatz bauen. Wollen wir es machen? Hier, schön, oder? Ach, kann ich nicht. Mir fehlt Holz. Aber guck mal, jetzt gehen hier Leute Holz farmen. Schön. Schön. Ah, und der ist sogar ohne Haus. Das heißt, wir brauchen sogar langsam noch mehr. Also es skaliert langsam hoch, ne? Stück für Stück brauchen die Leute ihr Holz. Wie viele Arbeiter haben wir drin? 5. Sehr gut. Dann macht aber auch bitte eure Arbeit, ja? Ja, komm, das Lagerhaus kann aber auch weg hier. Das Lagerhaus ist bescheuert platziert. Dann kann ich das Lagerhaus lieber hierhin machen, oder? Ja, ja, ja. Die sollen ja auch da immer schön rein und das Lager nutzen. Hier ist ein Wasserrad. Okay. Fisch eskaliert. Wir haben 16 von 50. Also Essen haben wir genug. Aber jetzt fehlt es halt wirklich nur an Holz. Wird denn hier Holz geklopft? Ich höre zu wenig Holz. Ach so, guck mal hier. Ja, süß. Haben wir denn schon Holz bekommen? Nö. Vielleicht baue ich mal ein paar mehr Holzfällerhütten, oder? Ja, ich glaube, ich investiere mal in ein mehr Holz. Ja, guck mal, bring sie zurück. Haben wir jetzt 2? Nee, 0 immer noch. Was macht ihr denn? Wo haben wir denn noch ein Lagerhaus? Hier, ne? Ja, ich glaube, dann bauen wir einfach noch eine Holzfällerhütte hier hin. Das ist ganz schön wenig. Die sind jetzt schon richtig am Ackern die ganze Zeit, aber bringen die immer nur ein Holz dann? Die sucht noch ein Haus. Streunt. Ja, aber sind die jetzt am Hasseln oder nicht? Ich frage mich, wie viel Holz sie nach Hause bringen dann. Langfristig. Ja, eigentlich muss ich sagen, ich glaube, ich sollte lieber unten links hin. Weil die Karte ist dann auch nicht mehr so interessant, ab einem bestimmten Punkt. Dann lieber das unten rechts. Scheiß auf die Karte. War jetzt cool am Anfang, ne? Aber ansonsten brauche ich die jetzt auch nicht besonders. So, wir haben immer noch kein Holz. Huch! Die schweben!
Die Bräs. Okay, Stein wird auch richtig schön gemetzt. Zorn des Poseidon. Die Orakel behaupten, dass das turbulente Meer ein Zeichen des Zorns des Poseidon ist. Sich aufs Meer zu begeben, ist vielleicht gerade keine gute Idee. Andererseits brauchen wir eine stetige Zufuhr von frischem Fleisch. Nee, frischem Fisch. Unsere Leute zu versorgen. Wir kommen eine Weile ohne Fisch aus. Wir haben jetzt 28 Fisch. Komm zurück, Bres. Komm zurück. Na gut, so wirklich segeln tun wir ja nicht. Wir schippern hier so ein bisschen rum. Wir haben noch nicht ein Holz. Ah, da kommt das erste Haus. Holz. Der hat Stein gebracht. Jetzt müsste eigentlich von hier... Ja, ja, da kommt das erste Holz. Okay. Wie viel Holz kriegen wir? Wenn wir jetzt ein Holz bekommen, dann ist das schon übel, übel wenig. Fünf. Okay. Das ist fair. Das ist fair. Fünf Holz ist fair pro Schippe. Das hat mich jetzt aber auch gewundert, Alter. Hätten wir da jetzt irgendwie, weiß nicht, ein Holz bekommen oder so? Ah, hier können wir gar nicht bauen. Hier aber. Ja, unsere Siedlung ist langsam ein bisschen am Sterben, ne? Kommen wir gar nicht durch. Ja, ja, jetzt hört mal auf rumzuheulen. So. Guck mal, klappt doch alles, hä? Oh mein Gott, war das laut. So, ich würde aber tatsächlich, glaube ich, noch einen Holzfäller bauen. Weil wir sind ja nur am Bauen die ganze Zeit. Und wenn man die ganze Zeit kein Holz hat, was ist denn das für ein Leben? Brauchen wir teilweise auch Stein? Für Häuser brauchen wir Stein. Ja, okay, haben wir ja auch. Okay. Ja, Marktplatz wäre jetzt das nächste. Da brauchen wir 4 Holz und 4 Stein. Und dann sind auch die Familien da hinten versorgt. Ja! Entschuldigung. So. Ja, ich habe das leider alles ein bisschen gestreckt, ne? Das war ganz schön unnötig irgendwie. Ich dachte irgendwie, ich baue am Anfang ein bisschen größer, dann passt das schon irgendwie, aber ist ja mega unnötig. Naja. So. Hier haben wir jetzt noch einen Holzfäller. Der rasiert jetzt hier auch ordentlich rein, hoffe ich. Und dann skalieren wir auch ein bisschen Stein hoch hier, ne? Kann man die upgraden? Nee, sieht nicht so aus. Sieht tatsächlich nicht so aus. Ja, das müssen sie noch fixen, Alter. Wie er so über den Boden slidet mit seinem... Ah, ich glaube, Stein kriegen wir immer nur eins, ne? Hä, das war jetzt ein Holz? Wait, hä? Okay. So. Es wird Zeit. Für den Marktplatz, für die Bräs, die hier wohnen. Weil wir wollen ja unsere Siedlung natürlich auch ausbauen. Ne? Und das Ganze funktioniert nicht, wenn wir keinen Marktplatz haben. Ne? So! Ey, lasst euch schmecken, meine Bräs. So, und da können wir jetzt noch Häuser theoretisch ranbauen, oder? Aber brauchen wir ja gar nicht. So, wo können wir denn jetzt Steuern machen? Steuern, 42. Ach, es gibt einfach Steuern, oder wie?
Ich glaube, ja. Ich sehe jetzt keinen Ort, zumindest jetzt gerade. Ich würde halt auch gerne hier oben diese Panels, die hier... Oh! 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 Das ist ja geil! Guck mal, Seehandel, effiziente Steingewinnung, Effizienz Holzgewinnung. Also es gibt einfach ein Skilltree. Oder ein Technologietree. Alter, geil. So, jetzt wird's Zeit fürs Theater. Also ich finde 5 Steine und 5 Holz ein bisschen wenig für so ein Theater, ne? Ich hätte jetzt mit mehr gerechnet. Aber zugegeben, braucht das ja auch ein bisschen. Alle synchron. Schön, 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 schön. Okay, und die Bräs holen sich jetzt hier beim Markt richtig schön ihr Essen ab, oder? Jo, 32 Fisch in euren Magen. So. Ja, also polished ist es leider noch nicht. Es wirkt noch sehr, sehr, sehr roh. Wie der Fisch. Aber ja, also alleine, dass die Wege so sehr, sehr hingekackt aussehen, so weiß ich nicht. Ist noch nicht Top-Tier. Aber das soll es ja vielleicht auch gar nicht sein, weißt du? Ist noch sehr unkomplex. Was ja manchmal gar nicht übel ist. Aber ja. So, das The- Oh my fucking God. Wo hau ich denn das hin? Hier? Oh, wait. Jetzt haben wir ein Theater. Da brauchen wir jetzt 5 Stein und 5 Holz, um Stufe 1 des Theaters auszubauen. Und 310 Geld. Das fehlt uns noch. Wir haben jetzt erstmal das Fundament quasi gelegt. Alter. Okay. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch rumplatziert. Wie sieht es denn auf dem Bild aus? Ach, jetzt ist es weg hier aus dem Bild. Ja, so viele Sachen zum Bauen gibt es halt ja auch nicht, ne? Aber hier gibt es auf jeden Fall keramische Werkstatt, Weinreben, Plantage. Schön. Ja, jetzt brauchen wir erstmal wieder Holz und Stein. So. Holz wird aber heftig gehasselt. Da haben wir einiges. Stein ist halt so ein Ding, ne? Ich frage mich, ob der Vorrat irgendwann weg ist. Von dem Stein hier. Okay, wie sieht's beim Fisch aus? Sind die wieder am Fischen, oder? Ich bin so ein bisschen verwirrt die ganze Zeit, merkt ihr vielleicht? So vieles ist so ein bisschen zu simpel. Oder sehr simpel. Bauen Sie. So, wie sieht's aus mit dem Stein, Jungs? Aber dafür brauche ich zum Beispiel so eine Schriftrolle. Erfahrung, I guess? Oder vielleicht Level von der Hütte? Und die bringt... Die kostet 3? Glaube ich. Es gibt auch Stufe 2 und Stufe 3 Gebäude. Das ist geil. Okay. Wir finden es langsam raus. So, jetzt fehlt uns nur noch Stein, Jungs. Und Mädels. Haut mal rein. Ja, ich habe ja noch ein bisschen von meinem Getränk hier. Na los! Schnappt euch den Karren. Also ich glaube auch wirklich hier so... Steinmetz. Bestimmt ein harter Job. Die ganze Zeit so hardcore...
Steine kloppen, ey, bist du, glaube ich, irgendwann ripped as fuck. Weil du einfach ein Muskelprotz wirst. Aber das tut bestimmt weh irgendwann. Und dann fliegt dir noch so ein Splitter ins Auge und dann hast du den Salat. So, ich warte die ganze Zeit auf den Stein, dass die hier mal fertig werden. Dass ich hier Stufe 1 vom Theater bauen kann. Oh! Ah, weil ich raufgeklickt habe und dann geht's langsam los. Okay, Holzeffizienz ging jetzt los. Oh, Steinstraßen. Jetzt habe ich ja auch Steineffizienz gemacht. Ah. Ah. Hier kann ich noch Effizienz der Dings machen. Also man hatte da nicht so das Feedback, dass man das ausbildet. Das ist einfach passiert dann. Hier oben ist die Währung. Jetzt habe ich sie gefunden. Ja, okay. Alles gut. So, Stein, wie sieht's jetzt aus hier? Oh, 7 Steine, let's go. Okay, dann können wir. Our future here is finally set on the right track. People are delighted to hear that despite all adversities, they can contribute to the construction of a wonderful building. But we have a long way to go to win their hearts and ensure their loyalty. Maybe some wine and clay jugs will do the trick. Jetzt wollen sie weinen. Jetzt wollen sie weinen. Machen wir. Ressourcen. Sie können den Stand ihrer Ressourcen in der oberen Leiste überprüfen. Haben wir schon. Da können wir auch Ressourcen hinzufügen. Machen wir. So, sie wollen Wein haben und Weintrauben. Und Wein. Okay. Und die machen sich jetzt hier ran und bauen das, oder... Scheint so. Okay, erstmal bauen wir noch ein paar Häuser. Weil wir haben schon wieder Zuwachs bekommen. Was natürlich schön ist. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Aber wir haben gleich Stein verbessert. Und können somit schneller steinen. Ne? Wo ist denn hier das zweite Steinvorkommen? Das war doch auch hier irgendwo. Naja, das hier, genau. Und dann irgendwo hier. Hier. Oh, oh, okay. Kann man irgendwie... Kostet das was? Ja, mein Gott. So. Lass mal hier richtig hart Stein farmen. Ich meine, Holz rasiert ja jetzt. Jetzt brauchen wir wirklich nur noch... Achso, Stufe 1 muss ich gucken. Jetzt brauchen wir wirklich nur noch Stein. Guck mal, zack. Hör mal auf. Eins, zwei. Und dann... So richtig penetrant daneben... Kommt dann Dings. Die Bevölkerung wird auch immer besser. Wir haben halt bald kein Geld mehr, ne? Das ist das Problem. Wird hier eigentlich noch gefarmt? Nee. Wir brauchen noch mehr Fisch jetzt langsam. Wir haben super viele Häuser. Ja gut, aber je mehr Leute wir haben, desto mehr Steuern kriegen wir ja auch, oder? Wo kann man denn jetzt die Steuern einstellen? Achso, die sind noch ausgegraut, deshalb geht das nicht. Ah. Okay, guck mal. Straßen haben wir. Ah ne, hier, Stein. 10% Effizienz. Angeblich. Okay. Ja, jetzt gehen die Leute auch hier runter. Da wird gleich richtig schön gefarmt. So. Und das Lager hauen wir dann hier richtig schön hier hin. Zwei Steine fehlt noch. Zwei Steine fehlt noch.
Ich habe halt bald kein Geld mehr, ne? Kann man das verkaufen? Müssen wir gleich mal gucken. Wenn ich jetzt richtig viele Materialien habe, müsste ich das ja auch verkaufen können, oder? Junge, jetzt wird hier richtig gegrindet. Holy shit. Gib mal Stein jetzt. Ich habe nicht umsonst so viel Effizienz. Auf Stein. Gönn mal jetzt. Warte mal, wir checken mal. So. Sie haben 17 Fleisch. Ja. Ja. Oh, 5 pro Ding. Ja, aber die sollen jetzt mal rausfahren. So, kommen die jetzt wenigstens hier? Ja. Die sollen mal wieder fischen. So, Marktplatz. Kann ich hier was verkaufen? Ich brauche ja Geld. Langfristig. Oh. Oha. Das ist die erste Stufe hier. Jetzt brauche ich übel viel Kohle. Meine Fresse. Wie kann ich denn verkaufen? Es muss doch die Möglichkeit geben. Oder nicht? Oder geht's hier nur nach Steuern? That's the million dollar question. Ja, die streuen dann halt herum. Ja, schön. Jetzt bitte, gebt mal Ressourcen. Bitte. Ja, nein. Hier, jetzt. Stein? Holz. Nochmal Holz. Was ist denn jetzt mit Stein hier? Bitte. Bitte gönnt. Gut, wir chillen. Ah, die Boote sind wieder draußen. Sehr schön. Wir haben auch mehr Geld jetzt wieder. Steuern 58. Ich glaube, es ist so ein bisschen das Race gegen die Mitbewohner der Leute. Also die, ne? Weil die, wenn man einfach mehr Leute hat, dann geht es ja auch rund. Dienstleistungen 0. Na gut, wir chillen. Immer noch kein Stein, leider. Der lässt richtig hart auf sich warten. Hier hinten wird aber auch schon ultra gegrindet. Flüchtlinge. Flüchtlinge aus den fernen Ländern sind in unserer Polis angekommen. In unserer Polis. Polis? Ist auch egal. Sie berichten, dass ihre Häuser von Eindringlingen verbrannt wurden und sie nun auf der Suche nach einem neuen Zuhause durch die Welt ziehen. Wir können sie aufnehmen, aber unsere Leute sind möglicherweise nicht erfreut über diese Entscheidung. Denken Sie daran, Neuigkeiten verbreiten sich schnell. Und die Flüchtlinge, die wir jetzt aufnehmen, sind vielleicht nicht die letzten, die wir im Polizeifluch suchen. Scheiß auf die. Wir sind ja selber am Boden. Geht weg. Geht doch in den Wald. Ich brauche jetzt mal Stein. Also es reicht jetzt langsam hier. Hört jetzt mal. Hallo? Guck mal, von hier kommt jetzt einfach so ein Stein-Dude. Die sind stuck? Die sind stuck hier. Oder? Safe. Einfach stuck. Guck mal. Die hängen da am Stein. Hä? Naja, ist noch nicht polished, Freunde. So wie es aussieht. Naja, dafür haben wir ja die beiden Dinger hier hinten, ne? So, der Stein kommt gleich rein. Ich würde sagen, als erstes machen wir hier
je nachdem, wie viel wir haben, ein Lagerhaus und ein Haus kriegen wir hin. Geil. Und ein neues Haus. Das machen wir, weiß ich nicht, hier hin. So, jetzt kriegen wir auch schon mehr Einkommen wieder. Aber wohnen die jetzt auch da drin, frage ich mich. Ne? Okay, was denn hiermit? Ja, da brauchen wir auch Stein für, ne? Und Lehm, vor allem. Also, wir brauchen erstmal Lehm. Das finden wir hier. Mann, ey. Ja, oder hier. Wo? Irgendwo hier. Da. Ja, machen wir es doch da hin und machen hier unten den Weg hin, oder? Ja, das machen wir so. Ich habe halt echt nicht mehr viel Geld, ne? Ich wünschte, ich könnte halt was verkaufen. Wie zum Beispiel Fische. Ne? Kann man das eigentlich verbessern? Seehandel. Das wäre krass. Ermöglicht den Handel mit Basisressourcen. Das heißt, ich würde Geld dadurch bekommen, wenn ich verkaufe. Oder? Das wäre nämlich wichtig. Weil wenn wir jetzt so hart auf Produktion hier grinden und darauf, dann wäre das schon wichtig. Was ist hier los? Ja, die sind immer noch stuck, oder? Was ist hier los? Was ist mit euch? Eines ihrer Produktionsgebäude funktioniert nicht. Ach doch, jetzt wieder. Jetzt, wo eine Person das abgeholt hat. Oh Mann, Alter. Also, es war wohl voll. Das hier genauso. Es fehlen nur die Träger. Die kommen. Glaube ich, zumindest. Hier kann ich die Steuern anstellen. Ah. Ja, machen wir doch überall mal ein bisschen mehr, oder? Die sollen mal nicht so, die sollen sich mal nicht so haben. Gebt mir euer Geld. Ich kann auch den hier machen, dann seid ihr enttäuscht. Machen wir so. Ach so. Fleisch wollen die auch. Ja, das können wir machen. Der Jäger versorgt mit frischem Fleisch. Ja gut, wo ist denn hier so ein Lagerding? Das können wir eigentlich auch hier machen, oder? Warte, nee. Guck mal, was machen wir hier? Zack. Jetzt gönnt doch mal Fleisch. Der macht Bäume zu Fleisch? Also ich habe schon ein paar Fragen. Irgendwie. Bäume zu Fleisch, Digga? Naja. So. So, jetzt gönnt euch die Häuser. Gönnt euch die Häuser, arbeitet und zeugt Kinder. Wir haben 27 Fisch. Das ist sick. So, was macht der jetzt hier? Der verarbeitet jetzt Bäume zu Fleisch, oder? Oder wie? Wir lassen ihn einfach mal machen, aber... Achso, der jagt jetzt einfach, oder was?
Oder soll der Baum einfach nur Natur aussagen, dass hier viel Natur ist oder so? Ich weiß doch nicht. Hier fehlt halt auch immer noch ein Mitarbeiter, ne? AKA Personal. Hier halt nicht. Die sollen jetzt mal bumsen. Die sollen jetzt mal richtig bimmeln. So, was ist, wenn ich jetzt wenig Steuern mache? Machen die dann mehr Kinder? Ja, nee. Ich mach den hier. Immerhin plus 20 Münzen. Aber ich glaube, jetzt gerade läuft's scheiße. Wir haben so viel Geld rausgeworfen. Ich könnte gewisse Gebäude halt einschlafen. Ne? Das hier zum Beispiel. Boah, das war 14. Ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, stopp. Aber da kriege ich dann auch nur 3 Münzen mehr. Das bringt halt gar nichts. So, jagt er schon? Nee, aber wir kriegen gerade richtig viele neue Leute. Wir kriegen richtig viele neue Leute. Das ist geil. Kaserne. Ist eine Pflicht eines jeden Bürgers. In der Kaserne können sie Nahkampfeinheiten ausbilden. Ach so. Man kann sogar Soldaten machen. Oh. Das wusste ich nicht. Das ist geil. Aber jagt hier der gute Herr schon? Zumindest wird ja hier gesagt, so einer. Ist er das hier? Homer. Ist irgendein Kind. Irgendein dreckiges Kind. Spielt hier. Hört auf zu spielen, ist kein Spaß. Okay, wir haben auch schon wieder 110. Das ist geil. Wir haben schon 52 Leute. Jetzt geht's los. Ich möchte jetzt nur sicher gehen, dass meine Leute alle gut klarkommen. Ne? Wir haben richtig viel Platz für Leute. Der hier bekommt aber immer noch kein Dreh. Ich glaube, die ganzen Kinder, die müssen erstmal erwachsen werden. Wir haben 9 Kinder. Wächst. Lebt. Schön. 20 Denare oder wie das heißt, bekommen wir. Was ist jetzt mit ihm hier? Aha. Ist jetzt am Jagen? Er macht auf jeden Fall Fleisch. So wie es aussieht. Wir sind jetzt bei 50%. So, Fisch rasiert aber ordentlich. Ich glaube, da können wir vielleicht mal einen pausieren. Dann kriegen wir ein bisschen Geld wieder hier. Wenn wir mal 2 wegmachen, kriegen wir schon 30 Denare rein. Und jetzt wartet mal ab, bis hier, ne? So. Was passiert? Oh, es gab Unruhen in einem Teil deiner Polis. Fremde, die sich nicht in der Polis gelassen haben, sind zurückgekehrt und haben angefangen, unsere Bürger zu attackieren. Wo? Und jetzt? Und jetzt? Kaserne. Ich habe kein Geld dafür. Können die bitte sterben?
Okay, unsere ganzen Brees laufen. In die Häuser, glaube ich. Die haben alle Schiss. Ich hoffe, dann verpissen die sich auch. Okay. Also, ich sage euch, wie es ist. Ich weiß gerade nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Was machen die jetzt aber? Das frage ich mich. Was machen die jetzt? Plündern die jetzt? Oh mein Gott, die plündern. Die plündern. Die plündern jetzt, oder? Oh no. Ja, mein Gott. Verpisst euch. Die sollen sich alle mal entspannen. Ich habe jetzt halt ein bisschen Geld verloren, mein Gott. Ja, ist ja gut. Scheiße. Ja, mein Gott. Dann ist es so. Scheiße. Also wir haben halt auch 10 Kinder, Leute. Wenn die erstmal erwachsen werden, ne? Sag ich euch, geht die Party hier richtig ab. Die müssen aber auch erstmal erwachsen werden. Dann kriegen wir zumindest ein bisschen Cash. Ja, mein Gott, was soll's. Das passiert doch mal. So, was kann ich hier machen? Ich habe halt kein Geld dafür, ne? Wodurch kriege ich so richtig juicy Geld? Naja. Wir bauen erstmal eine schöne Lehmgrube. So. Ich glaube, jetzt hat aber auch hier... Guck mal, geil. Jetzt hat hier das Ding auch, ja, ja, schön. Jetzt hat hier das Ding auch einen Mitarbeiter, dass die Leute das dann da wegbringen können. Haben jetzt natürlich viel an der Produktion verloren, aber... Ja, das ist das Leben, ne? Ich hoffe, die kriegen jetzt ein bisschen Fleisch auch. Ein bisschen Fleisch ist ja jetzt da, oder? Oder ist das immer direkt weg? Ja, ich glaube, wir kriegen immer so ein Fleisch dann. Und das war's. Jo. Ein Fleisch. Und das ist dann halt auch einfach instant weg. Die sind alle versorgt mit Fisch. Das ist gut. So. Das Fleisch ist noch da. So, wir können halt hier den machen. Und oh mein Gott, entspann dich. Und einfach sagen, wir bauen hier noch einen hin. Ja, ja. Dann sind halt die Leute glücklicher. Oh, ich glaube, die Kinder werden gerade erwachsen. Nee, immer noch nicht. Dann sind halt die Leute glücklicher und wir können mehr Steuern machen, weißt du? Wenn die noch Fleisch zusätzlich haben. So, jetzt muss ich noch so eine Werkstatt bauen. Aber dafür brauche ich erstmal das hier. Wir haben 6 Mitarbeiter, aber die 6 Mitarbeiter müssen erstmal chillen. So. Ich habe hier erstmal ein Steinding pausiert. Schön. Zeugt, Kinder! Geil, jetzt ist sogar schon einer erwachsen. Ja, je mehr Leute, desto mehr Geld machen wir, Leute. Also, das ist tatsächlich wahr. Wir machen richtig viel Kohle. Allein nur, wenn ich hier mal sage, mach mal Pause. Wir haben halt richtig viel gerade zum Bauen. Wir können jetzt auch mal sagen, wir... Ja, das können wir noch machen. Oh, ich glaube... Au, es ist nur noch 59 Stein hier über. Dann müssen wir woanders bauen. Ah. Ah, oder? Ich glaube, es wirkt so.
Ich glaube, wenn wir das anfangen, dann ist irgendwann vorbei. So, der jagt jetzt schön, ne? Drei Jäger in der Jagdhütte, Digga. Was ist mit ihm hier? Auch drei Jäger. Bei 90% ist okay. So, haben wir Fleischversorgung eigentlich, ne? Zumindest ein bisschen. Wäre ja schön. Dann sind die hier nämlich schön zufrieden. Wir haben schon hohe Steuern. Alter, geil, wir kriegen gerade immer mehr Kohle. Weil die Kinder alle erwachsen werden und arbeiten. So. Das ist Keramikwerkstatt, ne? Da brauchen wir erstmal Ton jetzt. Okay, was wir bauen können, ist hier ein Lager. So. Da sind noch direkt zwei Leute drin. Schön. Mehr Menschen. Mehr Menschen. So, wir erweitern mal unser Gebäudekomplex hier. Hier. Zack. Geil. Geil. So. Oh, habe ich kein Geld mehr? Ups. Wieso kann ich das da nicht hinbauen? Habe ich kein Geld mehr? Wie viel kostet denn das? Null. Doch, 60. Ups. Flüchtlinge. Ah. Ja, okay. Wir probieren es einfach mal aus. Ich habe die jetzt einfach mal akzeptiert. Nicht, dass sie uns wieder umbringen, weißt du? Die sollen aber wenigstens Steuern zahlen. Ja, jetzt... Ihr habt doch Fleisch! Ja, ja, die brauchen Fleisch. Die wollen unbedingt ihr Fleisch haben. Fisch haben sie ohne Ende. Aber die wollen Fleisch. Aber zahlen die nicht trotzdem Steuern? So, ist doch in Ordnung. 92 ist halt schon geil, Alter. So, wir haben auf jeden Fall jetzt übel viele Bres. Und dann können wir jetzt auch hier die Werkstatt bauen gleich. Mit einem Ton. Und dann können wir auch Wein anbauen. Und dann brauchen wir eine Weinerei. Boah, Digga. Die sind ja richtig motiviert. So, wir haben drei Fleisch, Chat. Nicht Chat, YouTube-Zuschauer. Drei Fleisch. So, jetzt müssen aber die Leute sich hier erstmal das Fleisch holen. Dann werden die auch glücklicher, glaube ich. So, Wohnsiedlung wird immer größer. Schön. Schöne Siedlung. Guck mal, wir kriegen schon 54. Und die werden immer zufriedener, weil es immer mehr Fleisch gibt, glaube ich. Ich glaube, wir können sogar noch ein Fleischding bauen. Ja, wobei, es halt wieder zwei Instandhaltungskosten, Digga. Die sollen einfach schön hier... Können wir nicht das machen? Nee. Das hier brauchen wir. 10% Effizienz. Bei Jagdhütte und so. Das wäre schon geil. Die sind alle obdachlos? Hä? So viele. Na gut. So viele obdachlos? Laufen hier alle rum. Jetzt geht in die Häuser! Hä, hey, obdachlos und hier sind zwei von drei überall drin. Gibt's doch nicht. So, okay. Der schläft mit Recht. Haben wir ein bisschen Lehm? Drei Lehm. Geil, dann können wir jetzt diese Werkstatt hier bauen. Die hier. Brauchen nur 140 Denare. Das kriegen wir ja gleich. Ich sollte jetzt mal in die Häuser hier reingehen. Was ist denn euer Problem? Unglaublich. Und jetzt holt euch mal Fleisch.
3 von 25 Wohnsitzen von Täten werden mit Fleisch versorgt. Ist viel zu wenig, oder? Und hier sind es halt 84%. Okay, wir bauen noch einen. Wir bauen noch einen. Es bringt nichts. Es bringt nichts. Ne? So. So, zack. Hat auch schon direkt Arbeit. Dann arbeitet mal, ihr Keks. Obdachlose 7. Das ist halt nicht geil. Aber hier ist halt überall noch Platz. Das check ich halt nicht. Warum gehen die nicht da rein? Aber 109, ne? Steuern. Let's go. Wir können auch mal 23 erhöhen, Digga. Ja, ja. Gib mir euer scheiß Geld, Kinder. So, und das hier ist jetzt die eine Keramikwerkstatt. So. Ja, jetzt entspannt sich erstmal. Wir sind ja jetzt erstmal noch dran, hier erstmal klar zu kommen, ne, ihr Wichser. Maul! So. Ja, hier ist die Zufriedenheit von den Einzelnen, das haben wir ja gesehen. Damit können wir sehen, wie zufrieden die sind. Die sind halt wirklich nicht... Arbeitseffizienz beträgt 20%. Deshalb sind die so langsam. Ja, vielleicht mache ich mal hier so hin. Hier so. Ah, Arbeitseffizienz beträgt 40%. Das ist doch gar nicht übel. Haben wir jetzt schon mal die Arbeitseffizienz verdoppelt. Dann kriegen wir zumindest schneller Fleisch, schneller Holz, schneller Stein, schneller Lehm und auch schneller hier von denen. Ne? 5 Arbeitskräfte. Okay. So, und dann können wir auch die schon platzieren. Da brauchen wir jetzt aber nochmal Kohle. Die Weinkellerei. Ne, wir brauchen erstmal die hier. Da brauchen wir aber erstmal Töpfe. Mann! Ich habe die ganze Zeit meine Flasche stehen, ne? So. Achso, der bringt da Lehm hin, ne? Und dann machen die jetzt... Ah, jetzt verstehe ich das. Also, die hier bekommen den Stein von dem Vorrat. Der Vorrat ist, glaube ich, endlos, aber die bekommen halt das rübergetragen. Und da ist es dann begrenzt, obviously. Ja, okay, das macht alles Sinn. So, Arbeitseffizienz ist relativ hoch. Wird doch, glaube ich, immer ein bisschen besser. Jetzt ist gerade gleichgültig. Arbeitseffizienz ist bei 60%. Ich glaube, jetzt geht es gerade richtig fix. Müsste es zumindest. Ich brauche Kohle. Ich glaube, wir können aber hier jetzt schon mal den hier bauen. Geil. Gut. Was brauchen wir? Keramik. Oh. Ich will doch nur ein... Wenn ich einen Wein habe, bin ich schon zufrieden. Weißt du, was ich meine? Haben wir hier neue Gebäude bekommen? Ach so, nee. Ja, jetzt brauchen wir die ganzen Weinsachen. Das ist mein Ziel gerade. Wein. So, gleich haben wir, glaube ich, die erste... Können wir zumindest das hier bauen. So, bring weg, bitte. Oh, das war der Jäger. Der hat gerade ein Vieh gekillt. Ja, Fleisch eskaliert jetzt auch. Das ist schön. Wir haben jetzt richtig, richtig schön viel Fleisch gerade. Oder es wird immer mehr, zumindest. Wir haben jetzt auch 3 schöne Jäger hier. Ist doch klasse. Haben wir noch Obdachlose? Ja, 7. Okay, das heißt, wir bauen einfach nochmal kurz hier so ein... Ein paar schöne... Wieso immer 2 von 3? Wegen Kind, oder?
Weil dann die beiden ein Kind bekommen. Und das ist dann die Nummer 3. Ist das vielleicht gemeint? Das kann sein. Geil, wir haben einen von diesem. So, jetzt muss ich aber mal wieder die Steuern hier schön anziehen. Ne? Ja, ein bisschen enttäuscht. Ja, wir machen so. Hohe Steuern, Abfahrt. 64. Psst. So, jetzt aber hier. Geil. Wo machen wir es hin? Hier, wa? Ja. Ich würde sagen, wir machen die richtig schön. Oh. Ist ein bisschen wie bei, das ist jetzt ein bisschen wie bei, wie heißt es? Age of Empires, nee. Anno. Das ist jetzt ein bisschen wie bei Anno gewesen. Ja, dann kann ich ja eigentlich, das ist so ein Bewässerungsding. Da steht jetzt so, nur das kann die Felder bewässern. Dann würde ich das jetzt einfach mal mitten reinstellen. Oder? Ja. Arschgeil. So, wie sieht's mit Kindern aus? Könnt ihr jetzt mal bimmeln hier? Bimmeli, bimmeli, bimmeli. So, und jetzt brauche ich noch als letztes eine Weinkellerei. Da brauche ich Kohle für. So, was ist denn jetzt hier los? Passiert das jetzt automatisch? Achso, die gehen jetzt hier rein, ja. Jetzt geht's los, oder? Ah ne, die kommen jetzt noch. Jetzt geht's los. Geil. Der geht jetzt aufs Feld, erntet, guckt. Klasse. So, in die Weinkellerei würde ich einfach mal hier hinhauen. Also, das stimmt nicht ganz. Da steht, sie sind gleichgültig, mein Herr. Also... Ja. So, jetzt kommen nämlich hier Werkzeuge und so noch dazu. Also, wir haben hier oben noch Technologie. Hier können wir jetzt Werkzeuge noch irgendwo machen. Effizienz natürlich ausrüsten. Ich will jetzt noch gerne einmal gesehen haben, dass die hier brauen. Das wäre geil. Ich würde sehr gerne einmal sehen, dass die hier jetzt gebraut haben. So, der erste Wein ist nämlich fertig. Und weil dann kann man nämlich richtig geil Steuern nehmen, ne? Da kann man natürlich richtig geil Steuern nehmen. Bin ja so ein kleiner Steuerhai, oder wie man das... Kinder! Wo? Hier? Nee. Irgendwo gibt's Kinder. Klasse. Wir machen Kinder. So, hier wird jetzt der erste... Hier geht jetzt die erste Ladung hin. Erste Ladung Wein. Oder Weintrauben. Glaube ich. Zack. Weintrauben. Und jetzt, meine Damen und Herren, geht es, glaube ich, los mit Wein. Zumindest mit dem Brauen von Wein. Wie ihr hier seht, die Sachen werden hier schön hingebracht. Geht's dann aber auch direkt... Ja! Boom! Schaut's euch an! Es wird gebraut! Meine Brees haben Wein! Jetzt werden die so glücklich, Alter. Die werden jetzt so bumsen, weil die alle besoffen sind. Und dann sind die alle richtig horny. Und dann wird richtig krass gebumst. Und dann prasseln die Kinder auf uns ein, Leute. Ich weiß einfach, wie man eine Stadt führt, weißt du? Hier. Ich baue euch schon mal die Bumsbuden. Die fucking Bumsbuden, Alter. Hier, kommt rein. Lasst euch schmecke. Oh, wir haben kaum noch Fische.
So. Wir haben richtig viel Fleisch. Richtig viel Fisch kommt jetzt auch noch dazu. Jetzt kommt nämlich der Wein noch. Jetzt kommt der Wein, Freunde. Die Weintrauben werden eingefahren. Ich glaube, der erste Wein geht halt auch raus. Wenn die jetzt noch Wein haben, Leute. Jetzt sind sie noch enttäuscht. Das glaube ich ihnen auch. Aber wie ist denn das jetzt? Hier ist ja gar kein Wein mehr. 0 von 32 Wohnsitzen haben Wein. Das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Hier wird jetzt schon gefischt wieder. Das kann ich jetzt gleich einmal upgraden. Na komm. Man kriegt hier Auszahlung. Zack. Es wird geupgradet. Geil. Nee, jetzt holt euch doch mal den Wein. Ich habe doch jetzt hier schon... Unmengen werden hier hergestellt. Also bitte. Ich bitte euch. Steuererleichterung. So. 60% Arbeitsleistung. Jetzt mach aber auch Rinne. Jetzt mach aber auch Rinne hier. Ich will nur sehen, dass hier jemand Wein hat. Ich will nur sehen, dass hier jemand Wein besitzt, ja? Das ist alles, was ich will. Ich meine, wir haben ja hier, ne? So. Wir haben 4 Kinder, Chat. Oder Leute, ich streame nicht. Ich sag's nur. Aber, ja, die sind zufrieden. Meine Leute sind zum ersten Mal zufrieden. Aber auch nur, weil ich ihnen keine Steuern aufdrücke. So. Schön. Die Weinproduktion. So, jetzt aber. Hat jemand Wein? Kann bitte endlich jemand mal Wein nehmen? Hier sind voll viel Wein im Lager. Gönnt sich jemand Wein, oder? Er ist doch da! Wir haben 2 Wein! Hier! Junge, die sind so happy jetzt. Er holt sich safe Wein, oder? Oder? Nee? Es kann nicht sein, dass die jetzt hier ohne Wein leben. Oh. Ein Wein wurde genommen. Ich weiß aber nicht, wo. Das ist irgendwie wholesome, Freunde. Also, die Tatsache, dass hier der Wein verspeist wird, ist schon schön. Started from the bottom, now we're here. Weißt du, wie ich meine? So, 2 Wein wurden irgendwo hingebracht. Wir haben es geschafft. Die Bewohner haben Wein. Und sei es nur ein bisschen, Leute. Und sei es nur ein bisschen. Also, kurzes Fazit zum Spiel. Wir haben jetzt viel erreicht. Es gibt super viele coole Funktionen. Ich finde, gerade wenn man so große Momente hier, Monumente baut, wo dann Sachen benötigt werden. Ich glaube, es wird jetzt auch nach hinten immer komplexer. Es ist auch erstmal nur eine Vorabversion. Es gibt kein Release-Datum. Ach so, nee. Okay, ich dachte, man kriegt bei den Dingern hier Geld. Zum Beispiel habe ich jetzt hier so einen Büffel gebaut. Ist doch geil, Digga. Ja, also es ist noch sehr wonky, man ist Besseres von anderen Spielen gewohnt. Gerade, dass sich die Straßen dann nicht verbinden irgendwie mit den Gebäuden und so. Man weiß nicht so ganz, ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Ist es überhaupt verbunden? Was ist los? Und ja, ich glaube, viel Potenzial. Aber wir sehen uns erstmal im nächsten Video. Haut rein. Kuss auf die Nuss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.